Hallo, heute sprechen wir über Besserwisser und darüber, warum diese Menschen für ihre Umgebung unangenehm und sogar gefährlich werden können. In diesem Video werde ich das Thema des richtigen Verhaltens gegenüber einem Klugscheißer angehen. Der wichtigste Tipp kommt am Ende, deswegen schau dir dieses Video bis zur letzten Minute an. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Bitte denk daran, meinen YouTube-Kanal jetzt zu abonnieren, damit du interessante Videos nicht mehr verpasst. Mein Name ist Lina Rosmeier. Ich bin ein zertifizierter Life-Coach und ein Liebescoach für Männer und für Frauen. Wir sind in unserem Leben oft von verschiedenen Klugscheißern umgeben. Diese Menschen wissen ganz genau, wie du leben darfst und wie nicht, was du in deinem Leben tun darfst und was nicht, wie du sprechen darfst und wie nicht. Sie wissen über dein Leben mehr als du selbst und auf jede Frage haben sie sofort eine Antwort. Und diese Antwort kommt immer sehr sicher, wie aus einer Pistole geschossen. Wenn deine Tante Emma eine Klugscheißerin ist oder ist es dein Freund Peter, dann wissen sie besser als du, welche Sau zu dir passt, wie du dich ernähren darfst und wie nicht. Brot darfst du nicht essen, das macht dick. Milch darfst du nicht trinken, Käse darfst du nicht essen. Sie wissen ganz genau, wie du richtig mit deinem Vorgesetzten kommunizierst, wie du mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner umgehst. Sie wissen besser als du, wie du Sport machen solltest. Sie kennen sich überall aus. Ich hatte in meinem Leben auch einige Klugscheißer, die mir ständig ihre Ratschläge gegeben haben. Jetzt habe ich den Kontakt zu diesen Menschen abgebrochen und seitdem fühle ich mich besser. Ich weiß über mein Leben besser als andere Menschen und ich weiß ganz genau, was mir gut tut und was nicht. Und das weißt du auch. Du brauchst keine Klugscheißer in deinem Leben. Meine Schwägerin, ja, sie ist in der Familie und sie ist eine Klugscheißerin. Und ich hatte Kontakt zu ihr gepflegt, jahrelang. Jedes Mal hat sie mich belehrt. Lina, du lebst falsch. Lina, du hast einen falschen Mann geheiratet. Lina, das ist ein falscher Job für dich. Lina, das ist nicht gut für dich und das ist gut für dich. Und das letzte Mal, und dieses Gespräch hat eine sehr große Rolle gespielt in unserer Beziehung, ich habe sie zusammen mit meiner Tochter besucht. Und sie hat angefangen, mir beizubringen, wie ich mich richtig ernähren darf und wie nicht. Ich bin schlank, sie ist rund und mollig. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, eigentlich bin ich eine Ernährungsberaterin. Ich habe ein Zertifikat, ich habe sogar Prüfungen abgelegt und ich weiß, was man essen darf und was nicht, was gesund ist und was nicht. Darauf hat sie mir geantwortet, ja Lena, das ist alles nur Theorie, aber ich kenne mich im Leben aus, denn ich kann sehr gut kochen. Und ich sag's dir, du darfst das essen und darfst das nicht. Den Kontakt abgebrochen. Und wenn du einen Klugscheißer auch zurückweist, indem du sagst, vielen Dank, aber ich brauche deine Ratschläge nicht, reagiert er wie? Richtig, beleidigt ist er, gekränkt und dann sagt er, okay, ich will ja dir nur helfen, ich will ja dir nur gute Ratschläge geben, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe in meinem Leben und ich darf ja wohl gar nichts mehr sagen. Mein Ex-Mann hat immer in diesem Fall geantwortet, vielen Dank für deine Ratschläge, aber bitte hilf mir nicht, ich habe schon Schwierigkeiten genug in meinem Leben. Klugscheißer wirken auf uns wie Profis, stimmt das? Warum befolgen wir die Ratschläge von Klugscheißern? Weil sie so sicher auftreten, mit offener Körperhaltung, mit einer dementsprechenden Mimik und sie schauen dir auch direkt in die Augen, wenn sie mit dir sprechen.
Ihre Stimme ist meistens laut und in einer überzeugenden Tonlage. Und dann denken wir natürlich, oh, er kennt sich ja besser aus. Ich werde das tun, was er sagt. Das heißt, das äußere Erscheinungsbild von diesen Besserwissern, ja, es drückt natürlich und beeinflusst uns sehr oft. Das habe ich verstanden während meiner NLP-Ausbildung als Trainerin. Und zwar, wir waren dort in einer Gruppe und am Ende der Ausbildung sollten wir auf der Bühne unser Thema präsentieren. Und diese Vorbereitung für die Präsentation war natürlich nicht leicht. Stell dir vor, du stehst auf der Bühne, viele, viele Menschen sitzen im Publikum und du präsentierst etwas. Und das ist sehr aufregend. Zwischen uns, zwischen meinen Kollegen, war ein Mann, und er war wirklich ein Klugscheißer. Er hat alles besser gewusst. Er hat alle zurückgewiesen. Er hat alle belehrt. Denn wir haben ja miteinander auch diese Themen besprochen vorher, vor der Präsentation. Und er hat mich wirklich fertig gemacht. Weißt du, Lina, du kannst nicht Modalitäten von Submodalitäten unterscheiden. Boah, da musst du zurück in die erste Klasse. Was hast du hier zu suchen in der Trainerausbildung? Ich habe mich mies gefühlt, unsicher gefühlt, habe gedacht, vielleicht kenne ich mich wirklich nicht aus. Bei der Präsentation sollte dieser Klugscheißer nach mir auftreten. Und als ich auf die Bühne gegangen bin, ist er noch im Publikum gesessen. Wenn du auf der Bühne stehst, dann siehst du ja das Publikum nicht. Es kommen viele Scheinwerfer und du bist aufgeregt. Und ich habe meine Präsentation super gut gemacht. Glaubenssätze war das Thema. Als ich dann runtergegangen bin, habe ich gesehen, der Klugscheißer ist nicht mehr da. Er ist weggelaufen. Er hat Angst vor der Präsentation auf der Bühne bekommen. Das heißt, diese Klugscheißer, sie wirken nur so, als ob sie sehr selbstsicher sind, als ob sie sich auskennen. In Wirklichkeit sind das oft unsichere und unglückliche Menschen. Warum tun diese Klugscheißer das, was sie tun? Na, was tun sie zuerst? Sie kritisieren andere Menschen. Stimmt das? Sie möchten andere Menschen abwerten. Oh, das machst du falsch. Und das machst du falsch. Und das passt dir nicht. Und da hast du einen Fehler gemacht. Das ist eine Abwertung. Und wenn diese Abwertung stattgefunden hat, dadurch steigern sie ihren eigenen Wert. Ich bin besser als du. Ich kenne mich gut aus. Sie tun das, weil sie im Leben oft nicht sehr erfolgreich sind. Das sind nicht unbedingt Loser, aber sehr nahe zu einem Loser. Und das verstehen diese Klugscheißer, dass sie fast Loser sind, unbewusst. Und deswegen, durch diese Abwertung von anderen Menschen, möchten sie natürlich sich aufspielen. Möchten sie sich ins Rampenlicht setzen. Ja, ich kenne mich besser aus in der Wirklichkeit. Wie sollten wir hier reagieren, wenn ein Klugscheißer ständig uns Ratschläge gibt? Aber du weißt schon, der wahre Meister spricht nur dann, wenn er gefragt wird. Und Klugscheißer sprechen immer. Sie wissen alles besser. Die richtige Reaktion, das hängt davon ab, was du erreichen möchtest. Möchtest du nur in diesem Gespräch den Klugscheißer beruhigen? Oder möchtest du überhaupt auch für die Zukunft arbeiten, dass er später dich nicht mehr belehrt? Wenn du ihn nur jetzt beruhigen möchtest, dann solltest du ihm sagen, vielen Dank, mein Lieber, danke für deine Ratschläge, ich werde darüber nachdenken und das Thema wechseln. Aber dann kommt er wieder das nächste Mal mit eigenen Ratschlägen. Wenn du keine Angst vor einem Konflikt hast, dann verwendest du hier diese Technik, die in NLP Reframing heißt. Das bedeutet, dass du alles umdrehst. Du wechselst den Fokus der Aufmerksamkeit. Der Fokus der Aufmerksamkeit ist auf dich gerichtet. Stimmt das? Denn der Klugscheißer kritisiert dich. Und du richtest den Fokus der Aufmerksamkeit auf ihn wieder.
Zum Beispiel, wenn er dich belehrt und sagt, weißt du, Heinzi, du kannst nicht mit deinem Vorgesetzten kommunizieren, denn du arbeitest sehr viel und verdienst nicht viel. Du wechselst den Fokus der Aufmerksamkeit und sagst, oh, vielen Dank für deine Ratschläge, deswegen verdienst du noch weniger als ich. Oder deswegen bist du arbeitslos und ich nicht. Wenn da eine Besserwisserin kommt und sagt, du kleidest dich falsch, diese Kleidung passt zu dir nicht, den Fokus der Aufmerksamkeit auf sie richten. Ah ja, und du kennst dich gut aus, deswegen bist du immer gleich angezogen, immer schwarz und immer unförmige Kleidung trägst du. Und das ist diese Technik, sie wird dann helfen. Natürlich kommt der Klugscheißer irgendwann wieder mit seinen Ratschlägen, aber er wird vorsichtiger sein. Hat dir mein Video gefallen? Dann lass dein Like da und leite dieses Video an deine Freunde weiter. Ja, und bitte denk daran, eine Online-Coach-Sitzung bei mir zu buchen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, besiege Klugscheißer in deinem Leben. Tschüss und bis bald.